Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Here we go. Ja, wir sind jetzt wieder an der Seerunde und eigentlich wollten wir heute mal einfach nur so gehen, aber ich habe heute früh so einen intensiven Prozess selber mit mir gemacht zu dem Thema, das ich gern mit euch teilen möchte und auch Norman erzählen will, weil dir habe ich es jetzt auch noch gar nicht erzählt, also du hörst das jetzt auch zum ersten Mal. Mhm. Ich lese gerade ein echt schönes Buch von zwei Kollegen, die ich total empfehlen kann. Die machen eine großartige Arbeit, die Bösels, Sabine und Roland aus Wien. Und die haben tolle Bücher auch geschrieben. Und in einem Buch stellen sie einen, also handelt ein Kapitel von Thema Schuld. Und Schuld ist ja so ein Thema, das jeder von uns kennt, vor allem Schuldgefühle. Und es ist mir in den letzten zwei, drei Wochen, wenn ich so mit Menschen gesprochen habe, vor allen Dingen ja in den Therapiestunden, die haben mir immer wieder erzählt, dass sie Schuldgefühle haben, dass sie Schuld empfinden, dass sie gar nicht genau wissen, woher das kommt. Und in dem Kapitel schreiben die Bösels darüber, dass sie wandern waren und er ein ziemlich trauriges Gefühl hatte und sich gar nicht an der schönen Landschaft erfreuen konnte. Sie waren mit Freunden unterwegs, ich glaube in Tirol, und hatten da eigentlich keinen Grund, Trübsal zu blasen, und ihm ging es aber trotzdem einfach nicht gut. Und sie hat dann gefragt, die Sabine: Roland, was ist mit dir? Wollen wir drüber reden? Du schaust so traurig. Und er hat gesagt: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich denke so über den Tod nach. Und sie hat dann zu ihm gesagt: Komm, lass uns drüber reden, weil wenn du die Natur jetzt gar nicht wahrnehmen kannst, dann ist es ja echt schade drum. Und dann beschäftigt dich ja wirklich was man einfach teilen sollte. Und er hat dann gesagt, okay, und hat gesagt: Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie, wenn ich wenn ich an den Tod denke, dann werde ich plötzlich so traurig. Und man sagt ja immer, wenn man mit dem Tod nicht zurechtkommt, dann kommt man auch mit dem Leben nicht zurecht. Und sie hat gesagt: Wie meinst du das? Und er hat gesagt: Ich weiß nicht, ich sage das jetzt einfach so aus meinem Innersten heraus, aus diesem innersten Teil, der recht traurig ist. Und sie hat ihn dann gefragt: Na, woher denkst du, kommt das? Und ganz spontan sagt er: Ich glaube, das war schon bei meiner Geburt so. Also als ob ich geboren worden wäre mit einem Gefühl der Schuld und das Gefühl, ich hätte es nicht verdient, glücklich zu sein. Deshalb kann ich mich auch jetzt gerade, wo ich wandern gehe und alles ist so schön und wir sind so glücklich, habe ich irgendwie Schuldgefühle, als wenn ich es nicht verdient hätte, glücklich zu sein. Und seine Frau sagt: Geh, was erzählst du denn da? Also das ist ja wirklich, du hast so viel gearbeitet, hilfst so vielen Menschen als Psychotherapeut. Natürlich, also wenn es einer verdient hat, dann bist du es. Und er sagt: Nee, das ist so echt tief drin, das kann ich jetzt rational gar nicht erklären oder irgendwie auslöschen. Und dann fragt sie ihn: Na, von wem kommt denn das, glaubst du? Und dann fällt ihm ein, ganz spontan, so aus dem Innersten raus, sagt er: Naja, mein Opa, also mein Vater war Nationalsozialist. Er hat diesem Regime angehört, hat selbst niemanden getötet, aber er hat diesem Regime angehört, ist vertreten. Und ich habe so unglaubliche Schuldgefühle, als wenn ich schon mit dieser Bürde geboren wäre. Und dann ist ihm so innerlich ein Licht aufgegangen, als seine Frau gesagt hat: Du trägst da eine Schuld mit dir rum, die gar nicht die deine ist. Und
Und in dem Moment, in dem sie das ausspricht und ihm das bewusst wird, konnte er das quasi, dieses Paket an Schuld, das er da herumgetragen hat mit sich, konnte seinem Vater zurückgeben, imaginär, und sagen, stimmt, das ist ja deine Bürde, das ist ja gar nicht meine. Und es hat noch etwas in ihm nachgearbeitet, aber dann ging es ihm deutlich besser. Und die beiden haben in diesem Buch einen Prozess vorgestellt, wo man selbst auch durch Fragen an die eigenen Themen rankommt von Schuld, weil das irgendwie, das merke ich auch wirklich seit den letzten Jahren, immer wieder in der Praxis auch Thema ist, auch in Paarbeziehungen, im Job. Menschen fühlen sich wegen unglaublich vielen Dingen schuldig. Und Schuld hat ganz viel auch damit zu tun, wenn man sich schuldig fühlt, fühlt man sich auch verantwortlich. Aber hat gleichzeitig das Gefühl, ein Opfer zu sein. Das heißt, in dem Moment merkt man, da geht es um eine Handlung, die habe gar nicht ich quasi jetzt in der Verantwortung voll und ganz übernommen. Ich muss mir das nur mal anschauen. Und diese Fragen, die sie stellen, sind folgende. In welchem Bereich fühlst du dich schuldig? Und wann hast du das Gefühl, dass das zum ersten Mal aufgetaucht ist? Und welche Personen fallen dir ein, wenn du an Schuldgefühle denkst? Und wem, denkst du, eben gehört das dann, das Paket? Und ich habe heute diesen Prozess gemacht mit mir selber. Im Buch ist ausgeführt, es soll einem jemand die Fragen vorlesen. Man schließt die Augen und denkt dann darüber nach und spricht dann auch ein, zwei Stunden nicht darüber, sondern sagt einfach so aus dem Innersten, was einem so entspringt. Und ich habe mir die Fragen selber gestellt und es war ganz spannend, weil ich habe so ein Thema in den letzten Wochen vermehrt, aber eigentlich schon mein ganzes Leben, dass ich, Norman, da können wir uns gleich drüber austauschen, komme ich gleich zum Punkt, dass ich immer das Gefühl habe, wenn es einen Konflikt gibt oder wenn zwei sich über etwas uneinig sind, hatte ich so dieses Bedürfnis, diesen Streit zu schlichten oder Lösungen anzubieten für einen Konflikt. Vermutlich habe ich mich deswegen auch so unglaublich fasziniert für alles, was mit Psychologie und Psychotherapie zu tun hat, weil ich aus diesem innersten Bedürfnis heraus, das ich es schon seit meiner Kindheit in mir trage, eine Faszination dafür entwickelt habe, so schnell wie möglich Konflikte lösen zu können. Also mir so ganz viele Tools anzueignen dafür, dass ich da möglichst schnell eingreifen kann, intervenieren kann. Und dann dachte ich irgendwie, mit der Zeit ist das sehr anstrengend, weil man dann auch das Gefühl hat, man ist, oder es passiert dann auch, dass man zwischen die Fronten gerät oder sich entscheiden muss und das Gefühl hat, man ist in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich habe mir diese Fragen gestellt und bin dann draufgekommen, dass das auch ein Thema gewesen ist, was gar nicht von mir ist, sondern ein ererbtes Thema. Wir haben in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass epigenetisch Themen weitergereicht werden von einer Generation zur anderen. Und das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass Menschen sich für etwas verantwortlich fühlen oder es ihnen nicht gut geht im Beruf oder in Beziehungen. Sie alles Mögliche schon in ihrer Biografie bearbeitet haben, aber trotzdem nicht draufkommen. Und dann kann man davon ausgehen, dass das eben von der letzten Generation oder von der vorletzten Generation weitergereicht wurde. Das Thema haben wir näher schon mal ausgeführt. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, aha, da geht es jetzt um meinen Großvater. Also es war, als wenn mein Großvater vor mir stehen würde, der zu mir sagt, ich möchte nicht an der Front kämpfen. Also ich möchte nicht der Erste sein. Und ich bin drauf gekommen, dass ich mich schuldig fühlte, weil ich die Erste bin. Also ich habe noch drei jüngere Geschwister. Mein Bruder war jetzt heute auch gerade da aus Österreich. Und mein tiefstes Schuldgefühl war, ich fühle mich schuldig, weil ich die Erste bin. Und das fand ich so befremdlich. Und als mein Großvater dann während dieser Fragen irgendwie so innerlich zu mir gesagt hat,
na, ich will nicht an der Front sein, ich will auch nicht der Erste sein, ist mir eines aufgegangen. Ich dachte, aha, das ist interessant. Offensichtlich hatte er auch dieses Gefühl und ich habe es irgendwie übernommen. Und Schuldgefühl kam bei ihm auf, weil er sich dann innerhalb des Krieges eine andere Aufgabe gesucht hat, nämlich die des Kuriers und Botschafters und wichtige Mitteilungen eben von A nach B getragen hat und das Schuldgefühl hatte, dass er seine Kameraden dadurch im Stich lässt und alleine losgezogen ist. Und da wird es jetzt spannend, weil er ja auch ein Botschafter, ein Vermittler war und ich immer diesen Drang hatte, ich weiß nicht, ob ihr mir da jetzt folgen könnt, ja, vielleicht wird es auch zu kompliziert, in jedem Fall war es dann so, durch diese paar Fragen und durch dieses Kapitel in dem Buch wurde es mir schlüssig, woher dieses Gefühl in mir schon ein Leben lang kam, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass eine Balance hergestellt wird zwischen zwei Parteien. Und mein Großvater hatte diesen Konflikt, entweder ich bin an der Front, das kann ich nicht, das will ich nicht, oder ich lasse mich ganz nach hinten versetzen, dann fühle ich mich aber auch wie ein Versager, also ziehe ich mich raus und werde Botschafter, Vermittler, Kurier. Und da war er alleine unterwegs und hatte diesen Konflikt eben, dass er seine Kameraden nicht unterstützte. Warum ich euch das erzähle, ist jetzt ganz wichtig, denn es war eine unglaubliche Erleichterung für mich, das herauszufiltern, herauszufinden und dieses Paket an Schuld wieder zurückzugeben. Und ein paar Stunden später ist es passiert, dass es ein Gespräch gab, wo zwei Parteien miteinander eine Diskussion heute hatten oder wo es um ein Thema geht und ich mich normalerweise dafür verantwortlich gefühlt hätte, da jetzt diese Diskussion zu schlichten, Lösungen zu finden oder mich schuldig gefühlt hätte, weil diese Diskussion überhaupt passiert ist und das war nicht mehr so. Das war total entspannend, also entspannt, weil ich mich sehr, ja, ich habe einfach gemerkt, es hat total super gleich gewirkt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es so, man liest etwas oder man hört etwas und es ist jetzt auch nicht so ganz schlüssig vielleicht, was ich gerade erzähle, aber ich glaube, ich vertraue jetzt meinem Bauchgefühl, dass es Hörer und Hörerinnen gibt, die ganz genau wissen oder verstehen, worüber ich gerade spreche und das auch in ihnen etwas auslöst. Dass das ein Stück weit heilt oder Vergebung bringt. Denn ich glaube, es ist extrem wichtig, dass diese kollektiven Schuldgefühle, die vor allen Dingen die Nachkriegsgeneration mit sich trägt, aufgelöst werden, weil es ja nicht darum geht, dass wir eine Schuld mit uns tragen, weil Dinge geschehen sind, für die wir, also wo wir einfach wirklich gar nichts dafür können, sondern die Verantwortung nehmen, dass diese Dinge nicht mehr wieder geschehen. Das liegt in unserer Hand. Und manchmal wird es euch vielleicht auch so gehen, dass ihr so seltsame Erlebnisse in eurem Leben habt oder so unbewussten Drang in euch habt, etwas zu tun oder eben merkt, ihr kommt nicht in die Gänge oder ihr tut alles, aber es funktioniert nicht. Im Business oder zu Hause oder in der Partnerschaft. Und wenn man sich dann diese paar Fragen stellt oder mal sagt, hey, wo kommt das eigentlich her und gehört das eigentlich mir, dieses Gefühl, ist es unglaublich erleichternd, wenn man feststellt, da das hat einzig und allein etwas mit Epigenetik zu tun. Also da wurde unbewusst ein Thema weitergereicht und man hat es in die Hand genommen und gesagt, jetzt nimm's ich. So, jetzt bin ich mal fertig. Ja, jetzt bist du mal fertig. Ja. Ich will da jetzt gar nicht, ich finde das interessant, was du dir da heute für Gedanken gemacht hast. Vielleicht noch ein Gedanke. Also in dem Podcast wollen wir ja auch dieses Thema Perspektivwechsel anschauen. Ich persönlich glaube, dass das ganze Thema Schuld eine gesellschaftskulturelle Frage oder auch Problematik ist. Ich glaube, dass das eine Frage ist, auch wie man selber aufwächst. Und deine Idee, dass das vererbbar ist, ist völlig klar eigentlich. Denn
Die Schuld für etwas zu tragen, heißt ja auch, Schulden zu übernehmen. Also jemandem etwas schuldig sein. Und das ist auch Teil des Erbes, was du antrittst und nicht ablehnen kannst. Mhm. Also ein ganz normales Erbe kannst du ja ablehnen, ja? Aber ein genetisches Erbe eben nicht. Und wenn man in diesem Leben von Schuld spricht oder über Schuldscheine oder jemanden etwas schuldig sein, also wenn man das Teil seiner Kultur macht oder zu einem Teil seiner Kultur macht, dann glaube ich, dass das natürlich auch über Generationen weitergegeben wird. Jetzt bestünde ja die Möglichkeit, mal nur in der Theorie, ja, das zu transformieren und zu sagen, okay, was wäre, wenn wir aus Schuld Verantwortung machen? Also was wäre, wenn ich die Verantwortung für mein Leben, für meine Entscheidung selber trage? Es ist eine interessante Kultur, die ich zum Beispiel auch feststellen konnte bei mir im Unternehmen. Es gab zum Beispiel nie die Frage, wer hat Schuld? Wir wollten immer wissen, wem ist das widerfahren und was können wir daraus lernen? Aber es war nie der Vorwurf, da zu sagen, du hast Schuld daran. Sondern es war die Entscheidung desjenigen. Und das ist für mich auch eine Frage von Achtsamkeit und Respekt vor dem Umgang, von Wertschätzung, dass auch eine Fehlentscheidung des anderen da sein darf. Ne? Also dass die auch Raum hat. Weil dann entstehen einfach keine Schulden. Ja? Und wenn wir uns mal unsere Gesellschaft anschauen, um die mal hier ein bisschen zu kritisieren, dann ist ja Schuld immer ein ganz wichtiges Tool gewesen und immer noch, nämlich Menschen in Abhängigkeit zu bringen. Das heißt, wenn du mir was schuldest, ja, dann bist du abhängig von mir. Ja, wenn ich weiß, dass du mir was schuldest, dann kann ich diese Abhängigkeit zu meinem Vorteil und zu deinem Nachteil nutzen, wenn ich dir schaden will. Und ich glaube, wenn es, und das finde ich ja so toll, momentan ist das ja spürbar aus ganz vielen Ecken, in vielen Podcasts wird das thematisiert und so weiter, das ganze Thema Achtsamkeit, respektvoller Umgang, Wertschätzung. Also wenn ich das wertschätzen kann, dass jemand eine Entscheidung trifft, die eben zu einem Problem führt oder die eben eine Fehlentscheidung am Ende ist, und ich kann das wirklich akzeptieren, ohne daraus einen Schuldschein auszustellen, dann finde ich das den viel besseren Weg für die Gemeinschaft. Also nicht nur für einen selber, sondern natürlich auch für mein Gegenüber. Manchmal habe ich so den Eindruck, das sieht man dann bei so Gruppendynamiken, ja, nicht immer, aber ich stelle das oft fest, dass so gewartet wird, dass irgendeiner einen Fehler macht, um demjenigen die Schuld zu geben, um diese Abhängigkeit herzustellen und um letztendlich natürlich auch Macht auszuüben. Ja, also wenn jemand Schulden hat, dann hat der per se in seiner Abhängigkeit ein Problem und dann kann ich natürlich Macht ausüben. Also mein Aufruf wäre zu überlegen, dass man im Miteinander, also auch im Umgang mit anderen, aber auch bei sich selbst einfach schaut, kann ich vielleicht diesen Schuldschein austauschen gegen einen, ich übernehme die Verantwortung dafür und höre auf, mich selber in Abhängigkeit zu bringen, zu mir selbst. Ja, also wenn ich mir für etwas die Schuld gebe, für die Erziehung meiner Kinder beispielsweise, habe ich alles getan. Ja, wie zermürbend ist das, diesen Schuldschein nicht einlösen zu können, ja, oder ständig das Gefühl haben zu müssen, oh, ich muss meinen Kindern noch das geben und ich muss hier noch das kaufen und ich muss jetzt mich hier aufopfern, ich kann gar nicht wirklich leben, sondern einfach nur die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe in der Erziehung meiner Kinder alles getan, was mir möglich war, ja, und das kann ich mit ruhigem Gewissens machen und ich kann natürlich weiterhin für meine Kinder da sein. Aber ich gebe mir dafür nicht unbedingt die Schuld. Das ist ein Riesenthema. Da hatte ich jetzt die Woche erst ein Therapiegespräch dazu, weil eine unglaublich liebe und passionierte Klientin, die Mama von 4 Kindern ist, gesagt hat, sie fühlt sich so oft so schuldig, wenn sie was für sich macht, ne? Und nicht rund um die Uhr für die Kinder da ist, aber gleichzeitig auch hat sie so ein unglaubliches Bedürfnis danach und auch, weil sie weiß, ich muss jetzt auch mal was für mich machen, mir geht es immer schlechter
Und dadurch bin ich ja auch kein gutes Vorbild mehr. Und das hat sie noch mehr in diese Negativspirale reingeführt. Und dann hat sie sich noch schuldiger gefühlt. Also das Gefühl von Schuld ist toll, wie du das jetzt gerade nochmal ausgeführt hast, was ein echt ein Riesenthema ist. Ich würde mir gerne das Wort Entschuldigen anschauen, weil das gut zu dem passt, was du gesagt hast. Wir sagen ganz oft, ich entschuldige mich dafür. Oder Entschuldigung. Und dadurch haben wir uns ja auch eine Schuld aufgebürdet, wo wir sagen, okay, die Schuld liegt jetzt bei mir und ich entlaste mich jetzt dafür. Kann man das tun, ist ja die Frage, ne? Ja, und das ist also ich finde es viel schöner, wenn man sagt, ich bedauere, dass ich das getan habe. Also weißt du, was ich meine? Das ist was anderes. Das ist nämlich genau Verantwortung übernehmen. Und entschuldigen bedeutet, ich habe die Schuld ja schon genommen. Ich muss jetzt irgendwo hin geben und ich gebe dem anderen ja dadurch auch die Macht und bringe mich in eine Abhängigkeit. Bitte entschuldige, nimm jetzt die Schuld. Weißt du, weil wenn ich mich entschuldige, erwarte ich ja meistens vom anderen auch, dass der sagt, okay. Ist in Ordnung. Ja, ich fordere was ein. Ja, ja. Ich fordere die Entschuldung meiner selbst. Und das ist ja genau das, was am Ende ja nicht funktioniert. Lass mich vielleicht noch zwei Sätze sagen zu dem Beispiel. Die Mama, die sich schuldig fühlt, ihren Kindern gegenüber. Ja. Wenn sie stattdessen, statt der Schuld, die Verantwortung für sich selbst übernehmen würde und sagen würde, hey, ich muss was für mich tun, weil sonst komme ich hier nicht vor, sonst gehe ich einfach unter, ja, sonst bin ich nicht glücklich. Und das, dann sind wir wieder beim Thema Selbstliebe, ist ja das Fundament, ist ja die Basis, damit die Kinder glücklich sein können, also ohne, dass die Mutter für das Glück verantwortlich ist, aber ich kann ja nur Glück und Liebe geben, wenn ich es selber erlebe. Ja? Und wenn ich die Verantwortung für mich selbst nicht übernehme, bin ich verantwortungslos, ja? Meinen Kindern gegenüber. Und das ist im Grunde der Schlüssel und nicht das Thema Schuld. Schuld macht ohnmächtig, Schuld distanziert mich. Ja? Schuld ist ein Stempel, Schuld heißt, ich habe Schulden bei dir, okay, ich akzeptiere das, kann ich das bitte in Raten abbezahlen? Mhm. Ja? Schuld bedeutet Abhängigkeit und Schuld bedeutet Macht. Ja, auch Kindern gegenüber. Und wenn ich aber sage, ich bin in der Verantwortung, ja, oder ich erkenne, ich bin verantwortungslos mit mir, ist das die bessere Erkenntnis, als mich mit der Schuld auseinanderzusetzen. Ja, und weißt du, also es macht ja auch was mit dem Gegenüber. Wenn du jetzt jemanden da hast, der sich ständig schuldig fühlt, dann bringt sich der ja in eine Opferrolle im Grunde. Ne? Und wird dadurch auch unbewusst zum Täter, weil er ja dann, wie du auch gesagt hast, einfordert die Entschuldung. Und es macht auch aggressiv. Also wenn du dir Menschen anschaust, die sich permanent schuldig fühlen, die sind umgeben von Menschen, die auf sie sauer sind. Weil das eine Aggression auch weckt. Und das Gegenüber sagt, jetzt geh mal aus deiner Opferrolle, übernimm mal die Verantwortung und hör auf, dich ständig für alles schuldig zu fühlen.